Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es das 7. Türchen des Bier-Adventskalenders. Ja, gestern das Video war ja recht lustig an Nikolaus. Ja, ich habe mir sehr Mühe gegeben. Hätte können noch besser sein, aber ich fand es recht gut. Ja. Türchen Nummer 7 haben wir hier. Ich bin gespannt, was wir drin haben. Wenn jetzt ein besseres Bier drin ist wie gestern im Nikolaus, dann gibt es was auf die Nase. So, dann öffnen wir es mal. Okay, ich sehe mal eine gelbe Dose oder orange. Und ich hole sie mal raus. Oh. Ah ja. Da haben wir Hemmelinger Spezial Schankbier. 4,7%. Ist das das jetzt wenigste? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war 4,6 das wenigste, wo ich bis jetzt hatte? Ich weiß nicht mehr. Halben Liter, wie immer. Wo kommt das her? Nach Original, ja, mir klar. Vielleicht steht ja irgendwo drauf, wo es herkommt. Hofbräuhaus, Wolters GmbH in Braunschweig. Ah ja. Jo, ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Dann öffnen wir es mal. So. Prost, Leute. Okay. Naja, gut riechen tut es nicht. Mal gucken, wie es jetzt schmeckt. Oh, ne. Alter. Das schmeckt mir gar nicht. Ich weiß nicht. Ne. Das war nicht mein Bier. Oh. Also irgendwie so herb. Das schmeckt noch schlechter wie... Ich sag jetzt nichts. Also normalerweise, ich trinke ja auch ab und zu mal Kirner. Und ab und zu schmeckt das auch genauso beschissen. Jetzt nichts gegen die, wo Kirner trinken. Ich trinke es ja auch ab und zu. Ja. Aber das hier ist ja... Ne, das ist ja noch schlechter. Also Türchen Nummer 7 war ein Reinfall. Ich bin mal gespannt, was noch alles kommt. Es sind hier noch ein paar Tage. Ja. Noch 2 Wochen, genau. 2 Wochen haben wir noch. Ja, noch nicht ganz 2 Wochen. Wir haben jetzt noch 7, 14, das wären dann 21. Ja, noch ein bisschen mehr wie 2 Wochen. Jo. Dann würde ich mal sagen, bis morgen. Ich hoffe, dass morgen was Besseres drin ist. Schaut mal bei Stürmi in OP vorbei. Da gibt es ja den Top Smash Attacks Adventskalender. Ja, dann würde ich sagen, bis dann und auf Wiedersehen.